Servus, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute machen wir mal wieder ein Tipps und Tricks Video. Das erste ist bei euch ziemlich gut angekommen und jetzt habe ich gedacht, da hauen wir direkt mal noch mal eins raus. Und ich würde sagen, wir fangen schon mal an mit meinem Lieblingsspiel, Alles Spitze. Denn sehr wichtig ist es auf jeden Fall, dass ihr irgendwas zockt, das euch auch richtig Bock macht. Am besten euer Lieblingsspiel oder ein Spiel, mit dem ihr einfach sehr gut klarkommt. Weil es bringt einfach nichts. Ich lasse mal laufen. Wenn ihr einfach irgendwas zockt, nur weil irgendjemand sagt, ey, das ist ein gutes Spiel, aber ihr kommt damit nicht gut klar. Deswegen würde ich immer sagen, zockt irgendwas, was euch persönlich auch Spaß macht. Und in dem Fall ist es bei mir alles Spitze. Da drückt man doch direkt mal. Komm schon. Natürlich nicht. Ja, und ganz wichtig, das habe ich auch im ersten Video schon erwähnt, setzt euch vorher auf jeden Fall ein Limit, das was ihr verzocken wollt. Wenn ihr jetzt sagt, ey, ein Fuffi bin ich bereit zu verzocken, dann lasst es auch bei dem Fuffi und schmeißt nicht einfach nochmal dann nochmal ein 20 nach oder wie auch immer. Und zum Schluss sind dann 100 € weg, obwohl ihr euch eigentlich als Limit 50 € gesetzt habt. Deswegen, da soll da ganz wichtig dabei bleiben. Und wenn der eine oder andere da nicht so widerstehen kann, noch was reinzuwerfen, dann nehmt doch einfach nur 50 € mit. Und dann könnt ihr auch nicht mehr verzocken, wenn ihr nicht mehr dabei habt. Das habe ich auch schon gemacht oder einfach den Geldbeutel im Auto gelassen. Klar kann man nochmal rausgehen, dann was holen, aber ist dann doch schon mal was anderes, als wenn du noch was einstecken hast. Ja, da würde ich auf jeden Fall dabei bleiben. Und auch andersherum. Würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ich mein Geld verdoppelt habe, dann höre ich auf. Und dann, sagen wir mal, wenn du einen Fuffi dabei hast und bist dann beim Huni, dann ist doch eigentlich schon richtig geil, hast 50 € Gewinn gemacht. Und dann noch einfach mal sagen, hey, es reicht, ich gehe jetzt raus und lass es dabei. Drücken wir mal. Bring doch mal jetzt die 140. Oh, komm schon. Ja, auf jeden Fall, was auch sehr wichtig ist, seid euch bewusst, dass das Teil ein Zufallsgenerator ist. Wenn der Bock hat, euch was zu geben, dann gibt er euch was. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ihr habt es eben gerade mit der Leiter gesehen. Ich war bei 84 und trotzdem hat er mich nicht hochgelassen, weil er einfach nicht wollte. Und ganz egal, wie ich die Leiter drücke, ich meine, ich kann einfach den Finger drauf machen. Ich kann es ja mal zeigen. Finger drauf, dann marschiert er hoch. Ich kann aber auch einfach langsam drücken. Ich könnte aber auch da drauf hämmern und so schnell drücken wie nur möglich. Das macht überhaupt gar keinen Unterschied, weil es komplett reiner Zufall ist und er einfach nur das macht, was er will. Und wenn er dir die 140 geben will, dann macht er das. Und wenn nicht, dann halt leider nicht. Ja, was natürlich das Allerwichtigste ist, es muss Spaß machen. Also ich zock einfach gerne, weil es mir Spaß macht. Deswegen habe ich auch hier diesen Automat bei mir zu Hause, bei dem ich einfach, weil es mir Spaß macht, zocken kann und für euch diese Videos aufnehmen kann. Das macht mir einfach Bock und deswegen habe ich mir das Teil geholt und deswegen mache ich auch die Videos, weil es mir einfach Spaß macht. Und so soll es auch im Casino sein oder in der Kneipe, wenn man da zockt, soll es einfach Spaß machen. Und jetzt nicht unbedingt, weil ich jetzt unbedingt jetzt Geld gewinnen will. Klar, wäre das ein schöner Nebeneffekt. Aber im Endeffekt werden die Automaten aufgestellt, damit der Automatenbetreiber Geld verdient. Und deswegen macht der Automat am Ende immer Gewinn. Und das muss man sich im Klaren sein. Und da ich nicht allzu viel verzocken will, zocke ich einfach auch viel zu Hause. Klar, ab und zu zocke ich auch mal auswärts. Aber wie gesagt, da setze ich mir dann wirklich ein Limit und sage dann, hey, wenn jetzt mein Fuffi weg ist und dann höre ich auf. Geh wieder heim oder guck vielleicht noch einem Kollegen zu oder wie auch immer. Und dann macht es auch Spaß. So, komm, jetzt zack noch ein bisschen. Oh, da kann man mal drücken. So, was auch noch sehr wichtig ist.
wenn ihr gezockt habt und habt jetzt, sagen wir mal, ein Fuffi verloren, dann rennt dem Geld nicht hinterher, sagt nicht, ja, das muss ich jetzt wieder zurückkriegen, weil im Endeffekt ist es einfach nur ein Hinterherrennen und das, ja, macht auf Dauer keinen Spaß. Wenn ihr einfach verzockt habt, dann lasst es gut sein und an einem anderen Tag läuft es wieder ganz anders da. Und wenn ihr dann 20 oder 30 oder 40 gewonnen habt und dann seid glücklich und freut euch drüber und denkt dann nicht, ah, ich habe aber immer noch 10 Euro Verlust, ich muss jetzt noch weitermachen, damit ich noch irgendwie ein bisschen was gewinnen kann. Im Endeffekt verzockt er dann vielleicht wieder und das muss ja auch nicht sein. Deswegen einfach ein bisschen drüber nachdenken und Spaß haben und nicht einfach dem Geld hinterher rennen oder dem Verlust. Guck mal, ihr habt jetzt gesehen, ich weiß genau, was ich drauf hatte, 160 Euro oder 170 Euro, wie schnell die jetzt verzockt waren. Das waren jetzt knapp 6 Minuten, da ist wirklich alles verzockt worden. Komm, wir drücken nochmal die 4. Und so schnell kannst du natürlich im Casino auch gehen. Und dann ist alles weg. Zack, und schon sind wir bei 0. Ja, deswegen seid euch da auf jeden Fall im Klaren. Es soll Spaß machen und wenn ihr da ein bisschen was verzockt habt, dann jo, ist jetzt auch nicht so tragisch. Deswegen setzt euch ein Limit, dass es nicht übertreibt, dass nicht zu viel Geld weg ist. Und deswegen würde ich sagen, geht auch nicht zu oft zocken. Sagt vielleicht, hey, ich gehe jetzt einfach nur einmal die Woche oder vielleicht auch nur alle 2 Wochen, vielleicht auch zweimal die Woche, jeder, wie er da Bock drauf hat, aber halt einfach nicht übertreiben. Und einfach ein Limit, wenn du da irgendwie dein Geld verzockt hast, dann sag, hey, das reicht jetzt für die Woche. Ich mache nur ein Fuffi die Woche, das sind auch 200 Euro im Monat, das ist auch ein Haufen Geld. Weil du musst halt im Endeffekt einfach davon ausgehen, dass es halt weg ist. Man kann ja auch sagen, hey, ich mache nur ein 20 und dann zockt man halt mit kleineren Einsätzen. Wenn ich jetzt irgendwo in der Kneipe oder im Casino spiele, dann zocke ich auch nicht auf 2 Euro Einsatz, das mache ich hier zu Hause, weil es natürlich mehr Spaß macht als mit den kleinen Einsätzen. Aber im Endeffekt, wenn du das halt auswärts machst, ist halt mal sehr, sehr schnell sehr viel Geld weg. Und dann macht es halt leider auch nicht mehr so viel Spaß. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch andere Tipps und Tricks habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Kann ich gerne dazu mal wieder ein Video machen. Und ansonsten lasst ein Abo da, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.